Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 4 Diamonds Unbreakable erledigt und jetzt sind wir bei Part 5 Vento Oreo oder Aureo oder keine Ahnung, ich kann kein Italienisch. Ja, die Geschichte von Giorno Giovanna. Sehr gut. Ich werde mal geil, wie alles erklärt wird. Okay. Purple Smoke, but Purple Haze heißt ja auch meine Güte. Na gut, dann. Ich habe ein bisschen, sollte ich vielleicht mal erklären. Ja, die Bonusmission, die Geheimmission von den Parts, die wir gemacht haben, gemacht. Und ja, Part 1 und 2 habe ich alle Geheimmissionen entdecken können. Part 3 und 4 habe ich nur einige Schwierigkeiten gehabt. Okay, ich habe bis auf hier den Kampf mit Lisa und die ganzen Ex-Dinger. Habe ich alles und ja, da kommt ja alles noch irgendwann. Jetzt machen wir erstmal Puffin. Bin ich mal gespannt, ich finde das so geil, dass hier mal alles nochmal explodiert. Boah, das S ran sehe ich gerade. Okay. So, jetzt wird hier der Part kommen, wo ich die meisten Aussprachprobleme wahrscheinlich haben werde. Wahrscheinlich spreche ich auch Giorno falsch aus. Aber ich glaube, am ersten. So in den ersten Kapitel oder so vom fünften Teil wurde irgendwie erklärt, dass es kein J O in Italienischen gibt und das G I O ja entspricht sozusagen dem J O, also deswegen Giorno spricht den einfach so aus und wir haben Buzzerati ausspricht, weiß ich nicht, ich nenne immer Buzzerati oder Buccerati irgendwie so, keine Ahnung. Yes, warte mal, gucken wir mal erst hier ohne, okay, ohne Verlust nehme ich mal an, das war mal im ersten Part so, dass ich darauf mal gekommen bin. 2001年のイタリア。Genau, Italien. リオの息子でありながら、ジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ. Ja, der hat den auch so ausgesprochen. Giorno Giovanna. Ja, der Sohn von Dio, genau. 複雑な家庭環境は幼い頃の彼をいじけた少年にしてしまっていた。しかし、あるギャングとの出会いによって 彼は人を信じるということを学び取る。政治家が汚職をやり、警官が弱者を守らない、ジョルノの住むような環境では、ジョルノの気持ちを止めることはできない。彼の中に生きるための目的が見えたのだ。こうして、ジョルノ・ジョバーナは、セリエAの、スター選手に憧れるよりも、 Gangster. Gangster. Jetzt habe ich nicht gehört, wie der Name ausgesprochen hat. Eines Tages wird Giorno von dem Mafiosi Leckauge Luca belästigt. Mit seiner neu entdeckten Kraft Gold Experience, hier heißt er Golden Wind, wird natürlich auch wieder geändert, schaltet er Luca aus. Ein weiterer Schläger, Bruno Buzzerati, will herausfinden, was es damit auf sich hat und bedrängt Giorno. Ich muss mal hören, wie der den Namen ausspricht. Giorno muss sich verteidigen und greift Bruno mit seiner aktiven Kraft an. Ja, Stan. Ich kann ihn auch Bruno nennen, genau, das wäre auch eine Idee. So. Frage mich, ob das jetzt immer schwieriger wird, pro Part. Oh, neuer Charakter. Ich habe natürlich noch niemanden gespielt, den man in den Story-Modus noch nicht. Also, wie lange geht der noch? Ja, schon längst. Ich habe natürlich noch niemanden gespielt, außer die Charaktere, die wir schon gespielt haben in der Story. Oder noch mal drüber. Okay, sehr gut. Ich versuche natürlich so schnell, also nicht so schnell wie möglich. Ich kann mir schon vorstellen, was ich einsetzen muss gegen den. Aber ja. Ja, wir sind noch da, wo. Oder? Das ist ja gut. Ist da gerade ein Zahn rausgeflogen? Ach, die beiden, die Brüder. Der mit der Angel, genau. Der eine, der irgendwie
Meine Güte, warte mal. Dein älter machen kann, wenn man zu wenig Feuchtigkeit im Körper hat. Ja, den ist ein Zahn ausgefallen. Ist auch irgendwie komisch, den Angriff hat er eigentlich nur einmal eingesetzt hier. Da habe ich irgendwie am Anfang nie kapiert, wie das funktioniert bei Gold Experience. Aber nein. Weg da. Also Gold Experience kann Leben erwecken in leblosen Gegenständen und so. Zipperman, was? Sticky Fick, was? Das war ein Bau. Oh Mann. Gold. Nicht in den Reißverschluss rein. Er kann mit Gold Experience Leben erwecken, aber was das auf Personen für Einfluss hat, das habe ich nie kapiert. Weil er hat ja nur einmal eingesetzt hat. Das war gegen ihn. Ist ein bisschen verwirrt. So. Was? Ich habe einen Frosch. Da hat mir auch aufgefallen ist, wenn man den Stand ausgerüstet hat, wenn man ihn nicht ausgerüstet hat, dann ändern sich einige Angriffe. Ich drücke die ganze Zeit hier so Hadoken-mäßig. So ein, ja, weiß ich nicht, so ein Viertelkreis. Da macht er zwei verschiedene Angriffe. Mit Stand macht er Buddha Buddha Buddha. Und ohne Stand, wenn das mal klappen würde. Okay, da ist ein Halbkreis, was ich hier mache. Macht er das mit dem Frosch? Was macht das Ding denn? Hab auf. Komm gerade, hab ich da auf den. Hab mich mal an, ich will wissen, was das macht. Ah, ach, dieser Ball. Jetzt reicht's. Komm mal her. Mitten in die Fresse. Hat das gerade gegen das Gesicht? Was sehr wohl. Ah. Hier, fang das. Ja, das ist guter Fisch auf einen schießen. Er macht nichts da. Und zack. Mitten in die Fresse. Ich glaube, ich weiß ja schon, was seine Dingens ist, seine Ultimative. Die setze ich dann noch nicht ein. Was? Aber hat eine Anspielung vielleicht, weil er irgendwie so tot ist gegen Ende. Das reicht hier. Meine Güte, der macht mich noch hin. So. Ah, ich wusste es, ohne Rundenverlust. Wie ich das von Jonathan gegen Zeppeli irgendwie herausgefunden habe im ersten Part. Ja, man merkt, ich bin auch ein bisschen besser als in den letzten Parts. Ja, ich habe heute Mittag schon ein bisschen gespielt. Wie gesagt, mit den Geheimmissionen. Zuerst brauchen wir Kraft. Okay. Du kannst jetzt Gero Mister. Okay, cool. Gold Experience. Ja, schön. Was für Kämpfe kommen denn dann eigentlich noch? Ich weiß auf jeden Fall, hat der Hauptbösewicht hier noch da ist, aber. Ach ja, okay, ich weiß. Muss ich wahrscheinlich Buzzeratti steuern. Als Giorno realisiert, welche Last Bruno zu ertragen hat, bringt er es nicht fertig, ihm den Todesstoß zu verpassen. Brunos Gang, die Passions, werden gezwungen gewesen, in zuvor gemiederten kriminellen Bereichen zu agieren, was ihm große Probleme bereitete. Giorno schwört, den Boss zu vernichten und die Gang zu übernehmen. Der von so viel Selbstlosigkeit bewegte Bruno verspricht Giorno, ihm zu helfen. Nach einem bestandenen Aufnahmetest schließt sich Giorno der Gang an und Brunos Team an. Er soll jetzt die Tochter des Bosses Trish beschützen. Giorno gelingt es, Trish gegen ein paar Überläufe der Gang zu schützen.
Als Bruno sich später sicher in das Haus ihres Bosses begleitet, stößt er auf eine schockierende Entdeckung. Der Boss wollte Trish, seine eigene Tochter, töten lassen, weil er sie als Schwachpunkt in seinem Leben ansah. Angesichts dieser Grausamkeit, meine Gott, entschließt sich Bruno zur offenen Rebellion gegen den Boss aufzurufen. Ja, also jetzt Buzzerati gegen, ich nehme an, Diabolo. Landen und verwenden, okay. Meine Güte. Zu dem Zeitpunkt hat man noch gar nicht gesehen, wie der aussah, meine Güte. Aber egal. Probier es natürlich mal alles aus. Ich muss ja alle möglichen Angriffe jetzt verwenden und anwenden und so. Oh, boah, King Crimson, ne? Du verspottst mich. Keine Ahnung, das ist irgendwie der aggressivste aussehende Stand von allen, finde ich. Welche Angriff kann ich denn gegen ihn ein, das Spiel zumachen? Okay. Halt zum Teufel, da bringt das denn? Ich mach das hier von hinten, was? Oh nein. Okay. Ach so, ja. Der Arzt, genau. Die beiden, der eine Doktor und sein Patient, irgendwie so weit war der doch. Ja, ich hoffe, ich muss den hier machen. Sticky Finger! Ich hoffe wirklich, das muss sein. Sehr schön. Was kann ich denn noch für Angriffe? Hab dich, das ist nicht mein Arm. Zu machen, super. Okay, normal. Ah, okay. Haben wir schon alle, ne? Sehr gut. Was zum? Was war das denn? Nein, der hat mich nur erlebt. Ich krieg die Krise. Boah, oh, wie ist der nochmal? Nein. Okay. Stimmt, Konter oder so. Ah. Warum wurde ich nicht wieder blöd, was ist das? Und nochmal, nein, der hat abgewehrt. Egal, hat er nicht. Warum steckt er denn jedes Mal Sticky Finger weg? Ich würde schon selber Sippy, Zipperman sagen. Güte. Ja, Mann. Deathpose. Nein, immer wenn ich brennen will. Also, soweit tut das gar nicht. Merke ich gerade. Kann ich grabben? Tut sein Sticky Finger an uns weg. Merke ich gerade.
Ich kann bei dem nicht Rap sein. Das ist komm her. Nein, das trifft nicht. Doch, trifft es. Okay. Ich bin gespannt, was der da gemacht hat, aber egal. Das war's doch, oder? Nein! Doch! Aber jetzt schon Diavolo kommt, dann wird das nicht so lang sein, hab ich das Gefühl. Wieder können wir zum Ausgeben. Narancia, okay, cool. Aber bei dem hatte ich dauernd irgendwie Schwierigkeiten, den von Mädchen oder ein Junge irgendwie zu unterscheiden, aber das ist ein Junge. Aber trotzdem, ich habe sehr oft dagegen gekämpft, herauszufinden. Letzte Episode schon, okay. Okay, das ist ganz schön kurz. Egal. Die haben sich mehr so auf Part 3 und 4, glaube ich, so konzentriert, um die ersten beiden, weil die wahrscheinlich am bekanntesten sind. Brunos Team kämpft jetzt offiziell gegen den früheren Boss und macht sich auf nach Sardinien, um dort Hinweise auf seine wahre Identität zu finden. Als er dies erfährt, tötet der Boss Giornos Verbündeten, Leon Abbaccio. Abbaccio? Hieß er so? Abbaccio oder Abbaracci? Weiß ich jetzt nicht. Ein Anwender der Modi Blues. Ja, da ist doch der eben die Musik hier abspielen kann in dem Spiel. Der Stand, der ist Modi Blues, genau. Die Gruppe folgt Leons Spuren und trifft auf Polnareff. Er weist ihnen den Weg zu Diavolo, dem Boss der Passions. Um Diavolo besiegen zu können, sind sie auf Polnareffs Pfeile angewiesen. Mit ihm können sie die Kraft des Bosses Emperor, okay, King Crimson, besiegen. Auf Polnareffs Rat hin begibt sich die Gruppe nach Rom, in das Kolosseum. Dort werden sie von dem auf Rache gesinnten Diavolo angegriffen. Giornos Verbündete fallen in der Schlacht, okay. Aber als Bruno sein Leben riskiert, gelingt es Giorno, den Fall zu sichern. Ja, aber nicht am Ende nur am Leben, ich weiß auch gar nicht mehr. Giorno in... Oh, Gold Experience Requiem, okay, cool. Ja, bestimmt einfach, oder? Telefoniert damit der Frosch. Er sagt's doch ganz genau. Ich hab einen Traum, Mann. Ah, sehr gut. Ich kann nicht stoppen. Ich kann gar nicht einsetzen. Ich kann auch Gold Experience nicht zurückrufen, merke ich gerade. Ich kann nur im Stand. Was zum? Okay. Hat er auch von den kranken Mist mit ihm gemacht am Ende. Er hat den Typen besiegt, indem er ihn immer wieder seinen Tod hier durchleben ließ. Auch von übel. Ja, wie der Vater, so der Sohn, ne? Voll der Fanservice, das ist ja eigentlich voll unfair gegen den Typen jetzt. Mit gewinnen, okay. Ich kann mir vorstellen, mit denen alles nicht gewinnen. Ja, er macht ja keinen Schaden. Hast du noch irgendwas? Immer Zeit. Bruder da. Im Requiem-Modus. Hinterher macht es falsch, okay. Ach, damit kann ich fliegen. Ja, stimmt. Normalmodus.
Normal, normal. Ui. Da kann ich wahrscheinlich dann nicht in dem Modus, ne? Muda, okay. Keine Ahnung. Ey, ich bin doch wohl überpowert gegen den. Den meine ich nicht mit dem Angriff, den erledigen. Er macht die ganze Zeit Angriff, ey. Weiß nicht, was. Okay, das war's anscheinend nicht. Egal. Retire. Aber Part 5 schon erledigt, meine Güte. Sehr schön. Ja, war schon sehr schnell erledigt. Jetzt kann man auch Diabolo benutzen. Geil. Ja, das ging richtig schnell. Gold Experience war Yano Power no Saki ni iki, Requiem he to shinka shita. Sono mae ni tatsu mono wa donna nouryoku o motou to 実際に起こる真実に到達することは決してない。オッケー。そうですか。Wieso der stirbt doch an immer und immer und immer wieder? Ja, so schlimm wie bei Cars. Diablo war ewig nicht in die Zuckerl da. Nur irgendwie noch schlimmer. Irgendwie einmal wurde er überfahren, einmal wurde er irgendwie lebendig aufgeschnitten oder irgendwie so. Also voll schrecklich. さらに先に進めなくてはならない。この矢は破壊しない。矢を受け継いだジョルノはギャングスターとなり、パッショーネのボスに就任するのだった。keine Ahnung, Ende vom fünften Teil war irgendwie sehr komisch. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so das Gefühl, der fünfte Teil war der lückenhafteste. Weil irgendwie ein bisschen wenig erklärt wurde. Vor allem ein Charakter wurde ja rausgenommen, weil er zu überpowered war, glaube ich. Den man ja auch Dingens downloaden konnte. Hugo. Egal. Vielleicht können wir uns alles später Gedanken machen. Wir machen jetzt in der nächsten Folge Part 6 Stone Ocean. Ich bedanke mich dann alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.